Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Gumminis. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Gumminis. In dem Video zeige ich euch den Aufbau, ich zeige euch die Abläufe und abschließend gibt es dann auch ein kleines Fazit. Ja, Gumminis ist ein Spiel, erschienen bei HC im Kienzl, ist ab 6 Jahre, ist vom Autor Marco Teubner. Durchaus bekannt mittlerweile in der Szene für eine Vielzahl an Spielen und die Illustration ist Gourbet. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch alles korrekt ausgesprochen. Schnappt euch die frechen Zuckermonster her, ja, das sieht schon auf der Illustration. Und auch hier schon auf dem Plan erkennt man auch einiges, weil wir sind jetzt im Land der Gumminis. Und hier sind natürlich die frechen Zuckermonster aktiv. Und die versuchen wir natürlich mit leckeren Früchten anzulocken, zu zähmen. Ja, und dann natürlich am meisten Punkte zu generieren. Ja, ihr habt jetzt schon den Aufbau gesehen für 4 Personen übrigens. Alles passt perfekt in die Box herein. Und hier seht ihr jetzt auch schon den Aufbau für 4 Personen. Man kann es ja spielen für 2 bis 4 Personen. Geht auch recht schnell ins Spiel. 20 Minuten Spielzeit. Die Feder, die lege ich jetzt noch parat. Dann habt ihr jetzt wirklich alles im Überblick. Und ja, eine Person, ich schiebe das ein bisschen rüber, dann sieht man es am besten. Die nimmt sich dann einfach so eine Box. Die ist auch schon so zusammengefaltet. Zumindest bei mir war schon alles so zusammengefaltet. Ist natürlich perfekt. Und die jeweiligen Startplättchen. Ja, die Plättchen, die kann ich jetzt nehmen und schiebe sie dann einfach hier hinein. Damit kann man das schon mal üben, quasi wie das aussieht. Wichtig, eine Öffnung ist nicht so groß. Aber die Öffnung, die passt. Also das passt perfekt rein. Und dann habt ihr quasi alle Plättchen für euch liegen. Ich beschleunige jetzt das Ganze und setze das einfach jetzt so drauf. Das heißt, so habe ich jetzt schon mal alle Plättchen hier in dieser Box. So, und jetzt liegen hier natürlich gewisse Anforderungen aus. Das heißt, das ist die Anforderung, die ich benötige. Und ich werde nachher mit der Feder das schieben. Und das sind die Anforderungen. Die habe ich die erfüllt und ich schiebe 2 Plättchen raus. Dann bekomme ich dieses Plättchen und schiebe es natürlich bei mir rein. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt hier diese 2 Früchte habe mit Plättchen, ich zeige es jetzt mal hier am besten. Das heißt, mit solchen Plättchen, wenn ich jetzt da 2 rausschiebe, das wären sogar die untersten gewesen, ich zeige es euch aber auch gleich, dann würde ich jetzt hier dieses Plättchen bekommen und natürlich auch reinschieben. Tja, weil jedes Gumini ist am Schluss einen Punkt wert. Und sobald 2 Stapel dann leer sind, wird die Runde dann noch zu Ende gespielt und dann nimmt man quasi alle Plättchen, je nachdem die auf der Seite liegen, dreht sie um und zählt natürlich die einzelnen Gumminis, die man hat. So, ein bisschen demonstrieren muss ich es euch natürlich auch. Das heißt, wenn man am Zug ist, dann nimmt man praktisch die Feder, hält es fest und schiebt es dann raus. Das ist schön gemacht natürlich, wirkt auch sehr attraktiv. Damit habe ich das erste und damit habe ich jetzt ja auch hier das zweite. Und dann schaue ich natürlich, habe ich das jetzt hier erfüllt? Bekomme ich jetzt was? Und dann lege ich es natürlich auch bei mir rein. Ansonsten ist die nächste Person dann dran. Das heißt, du spielst hier immer weiter, bis quasi nur noch 2 Stapel da sind. Das geht auch recht schnell. Und dann, tja, zählt ihr die Gumminis. Der, wo die meisten Gumminis oder vor sich liegen hat, hat dann das Spiel gewonnen. Und dann könnt ihr euch noch einer kleinen Erweiterung widmen. Die möchte ich euch allerdings nicht verraten. Ein bisschen Überraschung muss ja auch da sein. Es gibt nämlich weitere Elemente, weitere Chips quasi, die man hier nehmen kann. Auch mit weiteren süßen Zuckermonster und so weiter. Ist also sehr schön gemacht und die könnt ihr integrieren. Wann ihr die Box bekommt, ist auch hier sehr schön in der Anleitung gezeigt. Auf einer Seite sehr übersichtlich dargestellt. Und die könnt ihr natürlich für weitere Spiele, für weitere Varianten natürlich ergänzen. Und das waren auch schon alle Regeln. Und damit bin ich auch schon bei einem kurzen Fazit von Gumminis. Ein Spiel vom Autor Marco Teubner, erschienen ist das Ganze 2023 bei HC im Kienzl. Mittlerweile dürfte es auch, denke ich, überall im Handel vertreten sein. Abhängig natürlich immer, ja, wann ihr dieses Video schaut. Es ist ein Kinderfamilienspiel, deswegen die Altersangabe passt mit 6 Jahren. Das können aber auch durchaus schon 5-Jährige spielen, also das als kleiner Hinweis. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, was ihr mit jüngeren Kindern absolviert. Und es ist jetzt kein Familienspiel. Familienspiele beginnen für mich so 7, 8 Jahre. Es ist definitiv für mich ein Kinderspiel. Und das zeigt auch dir die Anzeige mit 6 Jahren. Ein Spiel, wo man mit 2 bis 4 Personen absolvieren kann. Und es funktioniert unabhängig von der Personenanzahl. Ich habe jetzt nur für das Video das ganze Material hier platziert. Auch sehr stabil und sehr robust das Material. Also das ist unabhängig von der Spieleranzahl. Spielt sich es genauso gut. Und es geht auch recht schnell. 20 Minuten Spielzeit. Weil es geht wirklich schnell.
Was schön gemacht ist, dass man hier so ein Inlay, so ein Insert dann hat, wo dann praktisch alles seinen Platz hat. Das heißt, wo man alles sehr schön verstauen kann. Die sind auch schon so in der Box drin, da braucht man nichts zusammenfallen. Das geht also recht schnell. Und die Anleitung, die ist auch sehr ausführlich. Die liefert die wichtigsten Informationen zum Spiel. Am Ende natürlich ein Hinweis zu den anderen Boxen, die man sich dann freischalten kann oder freischaltet, abhängig von den Anforderungen. Also da ist man zügig drin und da ja, hat man durchaus Spaß mit diesem Spiel. Abhängig natürlich vom Kind, von der Erwartungshaltung. Und das sind natürlich nicht nur die Kinder, die gerne naschen. Das Obst spielt auch eine Rolle. Das ist ja schon praktisch so ein halbes Lernspiel. Nein, der Spaß und das Rausholen der Chips, das dominiert natürlich gerade bei den Jüngsten, weil man weiß natürlich nicht, was einem erwartet. Was ziehe ich jetzt hier raus? Was habe ich jetzt hier im Plättchen? Habe ich jetzt die Anforderung erfüllt? Wichtig, die müssen natürlich gut gestapelt sein, damit man auch immer nur ein Plättchen rauszieht. Das hat bisher gut funktioniert. Die lassen sich natürlich auch perfekt hier reinschieben. Ihr müsst nur schauen, ja, abhängig vom Schlitz natürlich. Ich zeige es mal hier am besten, dann sieht man es nochmal, weil ich habe das jetzt hier versucht reinzuschieben. Da ist natürlich zu auf der einen Seite. Das heißt, nur auf dieser Seite lassen sie sich reinschieben. Und ihr merkt ja, das ist wirklich prima gemacht. Bei den anderen ist es ähnlich, auch vom Schlitz. Ihr müsst nur schauen, wo der Schlitz auf welcher Seite ist. Und dann lässt sich es auch sehr gut rausschieben. Das ist natürlich ein tolles Element, wo ein gewisser Überraschungseffekt ist, weil alle schauen, die anderen Kinder auch, was ich erlebt habe, schauen natürlich auch, was kommt da für ein Chip raus, was für symbolisch ist dabei. Und dann hofft man natürlich hier quasi auch den jeweiligen Chip zu bekommen. Insbesondere, wenn natürlich sehr viele Gumminis dann abgebildet sind. Tja, und dadurch ist das Ganze natürlich ein bisschen glücksabhängig. Viele taktische Möglichkeiten hat man nicht. Man wird ein bisschen gespielt, aber das ist den Kindern egal. Hauptsache, es macht Spaß. Und bei den Gruppen, wo ich es bisher dann absolviert habe, denkt dran, die Zielgruppe sind für mich die 5, 6 Jahren, 4 wird kritisch. Könnt ihr, denke ich, schon beurteilen aufgrund des Videos. Man muss natürlich ein bisschen zählen, aber da können dann später ältere Kinder oder Erwachsene mithelfen, wenn man diese einzelnen Gumminis zieht. Tja, zählt. Also auch hier nochmal ein quizzer kleiner Lernfaktor dahinter. Ja, ich denke, aufgrund der Infos wisst ihr definitiv, ob das was für euch ist. Das Spiel bekommt ihr mittlerweile, denke ich, fast überall im Handel. Müsst ihr einfach mal schauen oder ihr guckt gerne über die unten genannten Links. Die Entscheidung trifft wie immer ihr für euch. Sofern ihr schon gespielt habt, dürft ihr es natürlich gerne kommentieren. Ansonsten war es das mit Gumminis. Hat sie im Kienzl, ja, die haben auch sehr viele Familienspiele. Da habe ich euch auch schon in der Vergangenheit einiges vorgestellt. Da kommt noch bei weitem mehr. Das zu den Infos jetzt aber erst einmal zu Gumminis. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.